Heute möchte ich euch einmal einen Umbau vorstellen, um aus einer verhältnismäßig preiswerten LGB-Lok 99 4633 eine grüne 52 mh authentisch zu gestalten. Als erstes kürzte ich den Kohlenkastenaufsatz um ein Brett. Des Weiteren wird das falsche Dach entfernt, die Löcher verschlossen und mit einem runden Dachlüfteraufsatz versehen. Der falsche runde Sanddom wurde von mir mit einem Dremel vorsichtig entfernt. Anstelle dafür kommt ein viereckiger, wie er im Original auch zu sehen ist. Rohrleitungen konnten alles unternommen werden. Der vordere Kesselturm wird noch mit zwei kleinen Handgriffen vervollständigt. Die nun falsche Kesselrohrleitung wird nach oben versetzt. Wobei ich die vorhandenen mit einer Heißluftpistole in die richtige Form gebracht habe, die anschließend mit Isolierband umwickelt, damit sie etwas authentischer aussehen. In Wirklichkeit sind diese Rohrleitungen auch isoliert. Den zu hohen Einfüllstützen des Wasserkastens kann man mit wenig Mühe demontieren und auf die richtige Höhe kürzen. Die falsche Führerhausbeschriftung wird entfernt und nach dem Lackieren mit AIDS-Schildern von der Firma Becker neu beschriftet. Die nun überflüssige Bezeichnung an der Kesseltüre wird ebenfalls entfernt und ein Handrad angebracht. Und schon ist mit verhältnismäßig wenigem Aufwand eine neue Lok entstanden. Mit etwas Sägen, Bohren, Pfeilen, Schleifen und im Anschluss einer Neulackierung habe ich hiermit eine authentische Lok erstellt, wie sie zurzeit auf der Insel Rügen im Einsatz ist. Thank you.